Helft mir! Helft mir bitte! Ich glaube, ich bin in einer Zelle. Oh, ho, ho. Geil! I'm intrigued! Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also storymäßig, wow, I'm feeling it. Ich bin gerade voll drin. I'm in the zone. Und wieder ist meine Reise nach Adash nicht nach Plan verlaufen. Anna und ich wurden getrennt und sind nun irgendwo tief unten in diesen alten Ruinen. Zudem scheint Anna auch noch in einer Zelle gefangen zu sein. Ich muss ihn finden, um endlich einen Weg aus diesen Ruinen zu finden. Daran war dann wohl diese Huch, diese böse Machtschuld oder was auch immer. Diese Stimmen, boah. Oh! Also das ist die Fackel. So schnell ist mir eine Fackel noch nie ausgegangen. Uralte Kiste, getränkte Fackel. Oh, interessant. Was haben wir da? Oh, nochmal das Gleiche. Klingt so, als ob die irgendwie eventuell mit was Brennbarem getränkt wurden. Oh, macht keinen Unterschied. Ausgerüstet, aber irgendwie... Was? Von was reden die? So, ich wollte gerade nochmal gucken. Ich habe 19 Rüstung und wenn ich den Schildzauber benutze, komme ich auf 23? Vorher hatte ich die ganze Zeit 13. 30 hatte ich die ganze Zeit. Ach so, weil jetzt habe ich den Bogen und davor hatte ich eine Einhandwaffe. Alles klar. Oh, dieses Flüstern. Das bin ich. Oh. Hier nichts? Boah, ich will nicht sterben. Warum kommt hier nichts raus? Na. Oh, oh, Baba fucking Jesus. Oh, ist das finster? Warum bist du einfach vor mir gespawnt, Mann? Gott. Boah, ich sehe echt sowas von null. Ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal den Lichtzauber reinmachen hier. Boah, für einen Bogenschützen ist es echt nicht leicht, meine Freunde. Echt nicht.
Dann haben wir halt dieses doofe grüne Leuchten, aber besser als Infravision, oder? Weil mit Infravision haben wir halt komplett alles in blau. Okay, jetzt aber vorsichtig. Oh, fuck! Oh, fuck! Jesus! Ihr Schweine! Oh, Gott! Gott! Are you serious? Oh. Hört auf damit! Ich spüre, dass ihr in großer Gefahr seid. Haltet die Augen offen. Oh-oh. Oh-oh. Guckt euch den Raum an. So viele Leichen, die von der Decke hängen. Und mein Licht geht gleich wieder aus. Das hält bei mir leider extrem kurz. Hat einer von denen den Schlüssel? Ich weiß es nicht. Ah! Was? Was? Oh, sie stehen auf! Die Musik hört sich an wie von einem 60er-Jahre-Mixtape. Die Qualität der Musik ist so schlecht. Oh nein! Alles ist voll mit Käfern! Nein, geht weg! Oh, ich überlege gerade einfach alle Kämpfe mit Käfern vorzuspulen einfach, weil hier passiert nichts anderes, als dass ich, oh nein, auf Käfer einschlage. Aber diesmal ging's, diesmal waren es nicht so viele. Oh mein Gott! Ah! It's the King! Die Königin! Oh Gott, ich mache keinen Schaden. Schützefähigkeit wurde verbessert? Echt? Ich dachte, ich hätte das schon auf Maximum. Wie viel habe ich auf Schütze? Da fuck! Oh Gott, ich bin gerade wieder zu Dingens. 157, klar! 157! Nein, aber ich habe irgendwie, bin ich nicht ganz auf der Höhe damit. So, habe ich hier, jetzt ist gerade gar keine Musik. Ich glaube, ich werde wieder irgendeiner hier einblenden müssen. Ach, verdammt, ich habe hier gar keine, ich dachte, ich hätte Seelensteine, mit denen ich meine Sachen aufladen kann, aber irgendwie nicht. Wisst ihr was, dann mache ich das mit dem Eisschaden hier auf meinen Bogen des Pegasus. Pegasus Eisbein. Hört sich so ein bisschen an wie der Name von irgendeinem Helden, aber in Wahrheit ist das eine Spezialität, die es nur in meinem Hause gibt. Im Hause Stones, ich glaube, so heißt mein Charakter hier. Pegasus Eisbein, ein ganz besonderes Special. So, dann rüsten wir das mal hier aus. Jetzt will ich hier ein bisschen Schaden sehen. 70 Benutzungen, na Jesus. Yeah, Sucker! Was, warum treffe ich dich nicht? Oh, fucking... Boah, zum Glück werfe ich das Vieh manchmal noch um. So. Puh. Natürlich hat die Königin den Schlüssel. Wo denn? Im Hintern? Nicht in Frage stellen. Alles ist okay.
Na gut, bevor wir weitermachen, sammle ich erstmal wieder meine ganzen Pfeile ein. Puh, gut, gut. Also die Zombies waren ganz okay zum Töten, aber dieses Mistvieh, boah, ich glaube, ich muss echt wieder anfangen, mit Umbra mir Seelen einzufangen in meine Seelensteine. Ich verbrauche mein halbes Mana für eine so eine Heilung, Gott. Aber ich wollte eigentlich gucken, habe ich nicht Azuras Stern? Doch, doch, ich habe eine große Seele sogar. Azuras Stern übersehe ich immer, weil ich nur nach den Standardmodellen von den Teilen gucke. Aber na gut, jetzt habe ich das Ding eh frisch verzaubert, jetzt haben wir einen ganz neuen Bogen. Jetzt muss ich mir nicht noch ein Ding irgendwie verzaubern. Puh, jetzt haben wir eine Königin sogar von den Viechern abgeschlachtet. Darüber werden die restlichen Monster hier nicht sehr erfreut sein, höchstwahrscheinlich. Aber so ein... Oh Gott. Aber so einen Erstschlag zu haben, wäre schon mal nicht schlecht. Oh, Falle. Stimmiger. Ich muss mal vielleicht gucken, ob ich mir irgendein Magic Pack für Oblivion runterladen kann, womit ich eventuell irgendwelche Lichtzauber dazu bekomme. Oder vielleicht könnte das einer von euch modden sogar. Das wäre voll nett, wenn ich so einen Sternenlichtzauber hätte, der nicht so hohe Anforderungen hat und den ich immer wieder neu nachzaubern kann, sodass ich nicht... Ich bin mir nun sicher, dass ich in einer Art Kerker sein muss. Ich habe draußen Geräusche gehört. Sodass ich eben nicht die ganze Zeit diese Fackel links im Bild haben muss. Kann auch ruhig Fackelfarben sein oder weiß, so wie Nerim. Bin ich mal gespannt. Oh. Kann ich mit Fackel genauso weit springen? Ich weiß es nicht. Seltsam. Diese Worte. Sie kommen mir einfach in den Sinn. Als wenn sie mir jemand in meinen Kopf setzen würde. Ich werde in eine Falle also gelockt. Kommst du nochmal raus? Oh. Oh Gott! Schnell! Oh! Next! Ah, hier! Go, go, go! Go! Wo ist die? Nein! Nein! Help! Oh Gott! Einmal! Oh mein Gott! Boah, krass! Ein einziges Mal nicht auf die Plattform geschafft. Tot. Einfach tot. Bejesus. Okay, also das wird schwer. Seltsam. Diese Worte. Sie kommen mir einfach in den Sinn. Als wenn sie mir jemand in meinen Kopf setzen würde. Gott, das muss man ja auswendig lernen hier. Oh, komm schon. Yes, yes. Oh, Sucker. Schon beim zweiten Versuch. Das göttliche Blut in den Fingern. Schwarze Herzen in den Händen. Vertrauen in die Worte. Das ist der Schlüssel zum Grab der tausend Wege. Göttliches Blut in den Fingern, Grab der tausend Wege. Was zum Teufel? Wohin laufen wir? Ich wollte doch nur nach Ardash und jetzt sowas. Oh, das göttliche Blut in den Fingern, schwarze Herzen in den Händen, Vertrauen in die Worte. Das ist der Weg zum Grab der tausend Wege. Diese Worte hört Enna immer wieder in seinem Kopf, als wenn jemand in seinem Kopf sprechen würde. Und diese Worte scheinen für uns beide sehr wichtig zu sein. Göttliches Blut in den Fingern, schwarze Herzen in den Händen. Ich weiß nicht, was diese Worte bedeuten, aber sie scheinen wichtig zu sein.
Okay. Tür Nummer 2 in dem Raum, wenn ich das... Ach, hier gibt... Oh, hier gibt es so einige Türen. Hier sind wir wieder komplett woanders. Vielleicht führt das am Ende irgendwie alles zusammen? Mehr Fallen, ne? Ein einfacher Gang? Aha, wieder in diesem Raum. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass wir so oder so überall an den gleichen Ort gekommen wären. Ah, damit, noch mehr von diesen Mistviechern. Oh mein Gott, ich habe sie jetzt schon alle am Hintern. Oh je, ach so, ich habe das ja eben als Quick... Oh, bin ich schon im Kampf? Ich müsste das reparieren. Mein Dolch fällt schon auseinander. Ah, dammit. Licht, Schutz, go! Hey! So, Hammers. Jetzt können wir reparieren, okay. Oh, ich muss aber sagen, während jedem Kampf, das ist zwar ein bisschen stupide, was ich hier mache, aber das ist nicht gerade irgendwie sehr geschickt oder geskillt, was ich hier treibe. Aber es tut seinen Job und jeden Kampf kriege ich ein Level up in Schwertkampf, das ist ganz gut. Boah. Hier, ich opfere das für dich. Das habe ich natürlich von außen mitgebracht. Bitte töte mich nicht. Okay, okay. Ruinen von Killcraw. Also es geht die ganze Zeit einfach immer weiter. Aber man kann nicht sagen, dass es die ganze Zeit immer tiefer weiter runter geht, weil ich bin mal hoch, mal runter. Es geht einfach immer nur weiter voran in die Höhlen. Oh, jetzt kommen wir hier langsam in den unterirdischen Lava-Bereich. Geiles Dungeon-Design aber hier. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also nach Nerim dachte ich erstmal eine Weile lang, boah, da kommt ja nichts ran erstmal. Aber ich muss sagen, so Dungeon-Design-mäßig schon mal jetzt sehr cool. Oh Gott, die Tür hat mich in die Lava geschoben. Da hinten geht's weiter auf jeden Fall. Unmöglich. Oh Gott, hoffentlich wird das nicht wieder mit einer Falle verbunden sein, wenn ich das Schloss hier öffnen will. Hopp. Jesus. Immer mit... Noch mehr Fackeln und Reparaturhämmer, regelmäßige Versorgung auf dem Weg hier durch. Gott. Oh, ist das ein stimmungsvoller Dungeon, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
böse Macht soll an diesem Ort sein. Irgendein Fluch oder... Seid vorsichtig. Vor euch liegt der offenbar zerstörteste Teil. Fragt, wo ich als nächstes hin soll. Ich will eigentlich gar nicht so viel sprechen. Ihr merkt ja auch, dass ich selber ein bisschen ruhiger geworden bin. Einfach um die Atmosphäre und diese Stimmen zu absorbieren. Oh oh. Vertraut in die Worte. Der Pfad führt über das Feuer. Was bedeutet das? Ich höre diese Worte immer wieder in meinem Kopf. Ja, logisch. Gott, das klang wie jemand, der verbrannt wird. Ha, nein, also ich sehe hier gerade keine Möglichkeit. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich da oben auf die Plattform laufen kann und dann nochmal rüber, aber... Ich glaube nicht, dass es beabsichtigt war, dass man hier irgendwie Akrobatik-Stunts macht. Das Grab der tausend Wege. Ich kann euch nicht sagen, woher ich das alles weiß. Es ist einfach in meinem Kopf, als wenn jemand darin sprechen würde. Ich glaube, ich werde langsam verrückt in dieser Zelle. Bleib ruhig, mein Freund. Flipp jetzt nicht aus. Ob es wohl wirklich beabsichtigt war, dass man da so rumspastet und hochspringt? Dammit! Ist der Schlüssel doch da drüben, oder was? Ah, hier ist der Pfad jetzt wieder da, aber vorhin bin ich irgendwie einfach runtergefallen. Schwarzes Herz, Blut. So eine Standardidee von mir ist ja immer einfach, sich selbst umzubringen. Einfach in die Lava zu springen und dann einfach mal schauen, was passiert, wenn man stirbt. Das scheinen immer sehr beliebte Rätsel zu sein. So, meine Freunde, hier ist nochmal der Raum mit der Statue. Ich bin gerade einfach nochmal zurückgelaufen. Mir ist nämlich eingefallen, hey, bevor wir hier in die Ruinen gelaufen sind, gab es ja hier noch andere Türen in den Räumen. Ich glaube echt, ich habe einfach nur irgendeine Tür mir ausgesucht und ich habe wahrscheinlich zufällig exakt die letzte Tür rausgesucht. Genau die, wo man als letztes rein muss. Dammit! Ich bin wieder zu schnell vorausgeeilt. Und habe... den Durchgang als erstes erwischt, der eigentlich als letztes drankommt. Also ich hoffe, dass es zumindest so ist. Das ist jetzt meine einzige... Oh, bei Jesus! Meine einzige Idee, die ich jetzt noch hatte, wie wir an das Rätsel da hinten nochmal rangehen könnten, indem wir einfach mal schauen, was es sonst hier noch so gab. Weil ich habe diesen einen Raum dort wirklich brutal genau untersucht, aber ich habe einfach nicht gefunden... Also, nichts gefunden, einfach keine Items oder sonst irgendetwas. So, wenn ich hier reingehe, kommen wir hier rum raus. Dort bin ich am Anfang hergekommen, das heißt, wir haben noch diese zwei Türen da. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Türen sein werden. Dann gehen wir jetzt mal die beiden hier entlang. Oh, creepy.
Verminas Blut. Ah, göttliches Blut. Das sieht doch schon mal gut aus. Gebt Acht. Da nähert sich euch etwas durch die Wände. Was? Oh Gott. Oh, fuck. Okay, folgendes. Schutz. Dat. Und dann versuchen wir mal, das ein bisschen aufzuräumen. Ich glaube, ich muss wieder alle töten, um weiterzukommen. Nein, ich habe nicht so viel Leben und so viel Tränke, um die alle zu killen. Ich mache irgendwie gerade null Schaden. Wow, die sind doch genauso groß wie die kleinen Viecher vorher. Wieso halten die plötzlich so viel aus? Ich weiß nicht, ob ich das cool finden soll, dass keine Musik ist, weil dann alles noch so beunruhigender ist, oder... Oder ob ich es mit Musik besser finde. Ist die Tür jetzt einfach aufgegangen? Ja, okay. Muss ja nicht immer ein Schlüssel sein. Ich meine, wenn die Tür auf magische Art und Weise zugeht, dann kann sie doch genauso gut auf magische Art und Weise wieder aufgehen. Gott, ich habe so wenig Mana, das ist nicht mehr feierlich. So, ich erwarte jetzt hier irgendwie den zweiten Teil vom Rätsel. Wir haben das Blut, jetzt brauchen wir ein Herz oder so etwas. Einen Teil der dunklen Macht, ganz in eurer Nähe. Passt auf euch auf. Oh oh. Was, was? Oh mein Gott! What? Eisschadenwirkung widerstanden, really? Oh damn, jetzt bin ich erledigt, ey. Wow, okay, wow. Puh, I don't know. Ich mach mal, glaube ich, Gift der Stille auf meinen Bogen. Jetzt verschwende ich auch die ganzen Eisschüsse, weil die immun dagegen sind oder oft widerstehen. Aber was kann ich anderes machen, ehrlich gesagt? Ich habe keine Ahnung. Stille, Wirkung wurde widerstanden. Wieso widersteht ihr allem? So, um die Skelette kümmere ich mich erst gar nicht, weil die verschwinden von selbst. So. Gott. Puh. Also, schwarzes Herz. Ausgezeichnet. Da haben wir schon mal die Viecher. Ob das nur ein normaler Leech war? Ich habe keine Ahnung. Oder ob das irgend so eine Uber-Version gewesen war. So, solange wir aber hier unsere Ruhe unten haben, würde ich sagen, kümmern wir uns um die Ausrüstung. Die geht so schnell kaputt, das ist der Wahnsinn. So, ich habe hier einfach ein bisschen kurz gewartet, damit das wieder geheilt ist. Oh, was haben wir denn da? Ich habe jetzt schwarze Herzen. Haben wir sonst noch irgendwelche Hinweise hier oben vielleicht? Oder irgendwelche anderen Items, die ich brauchen könnte? Who knows? Nichts? Nein? Nothing? Okay. Ich habe jetzt eigentlich die Herzen und das Blut. Kann ich jetzt einfach nicht weitermachen? Wow. Okay. What? Was ist passiert? Ich habe eine sprunghafte Veränderung eurer Präsenz gespürt. What? Hier war ich schon mal. Hä? Was zum Teufel? Ach,
Ach, jetzt komme ich einfach wieder... Ah, so. Aber wieso sollte ich das nochmal machen? Wieso hat man mich nochmal hier in den Raum gebracht? Komisch. War vielleicht wieder die Tür hinter mir abgeschlossen, oder wie? Oh Gott! Oh Gott! Yes, Sucker! Dieses Mal schaffen wir das! Woo! Was wäre passiert, wenn ich von Anfang an den Weg entlang gelaufen wäre? Das frage ich mich hier gerade. Wären dann auch die Dialoge von ihm ganz normal gekommen und hätte ich mir davor den Weg eigentlich ersparen können? We don't know that. Und ich dachte, und ich habe, also ich dachte eigentlich, ich hätte den Mod installiert mit dem... Hey, sind wir schon wieder hier? Mit dem Bogenschütze ein bisschen gebufft wird. Aha. Aber scheinbar irgendwie doch nicht. Nein, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal... Hier kommen wir her. Dass wir schon mal in diesem Raum gewesen wären. Da auf der anderen Seite ist wieder ein Tor. Wie zur Hölle? Das erinnert mich jetzt wieder an Antichamber, wo sich ständig die ganzen Gänge verändern. Ich springe einfach mal da rein, ja. Oh, okay. Ja, guck mal, da hinten ist das Tor. What? Wieso hast du mich wieder in diesen Raum geführt? Das war vorher noch nicht so. Ach so, oh, ich bin doch schlau. Ich habe ganz vergessen, dass dieser Raum hier der Raum mit den gesamten, mit den ganzen Türen und allem drum und dran war. Oh man. Ach, das ist die rechte Tür. Deswegen verwirrt mich das so. Das ist die rechte Tür. Und da ist so ein abgeschlossener Bereich. Also danach, nach der Steintür kommt ein abgeschlossenes Gitter. Und hier in diese Tür hat mich dann... Genau, diese Tür hat mich dann zu dem anderen Ding geführt. Ja, ja. Okay, okay. Keine weiteren Fragen. Mann, oh Mann, das war jetzt hier gerade... Verwirrung par excellence und so weiter. Also jetzt muss ich da lang, glaube ich, war das. Genau, ich erinnere mich. Und dann können wir es gleich nochmal mit dem Blut und den Herzen probieren. Ja, natürlich wieder. Die letzte Seite, wo ich noch nicht nachgeguckt habe, dort kann ich lang gehen. Of course, it is always like this. Was ich mir letztens überlegt hatte. Alle bitte einmal rüber. Dankeschön. Was richtig cool wäre, wäre so ein bisschen Akustik-Schaumstoff für mein Zimmer. Übrigens, so, ne? Dann wird sich meine Stimme noch ein bisschen geiler und klarer anhören und man wird nicht mehr die ganze Zeit das Zimmer so schallen hören. Dann wäre das nicht mehr so extrem. Ja, das sind nur so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, weil ich das letzte Aufnahme wieder stark bemerkt habe. Ich dachte mir, ich schwätze so ein bisschen darüber. Wach, wir rennen ja wieder Weg entlang, den wir schon kennen. Wieso sollte ich euch damit etwas belästigen? Wieso sollte ich euch mit etwas da belästigen? What? Das tue ich doch gerade. Ach Leute, ich bin verwirrt. Ich hatte diese Nacht nur 5,5 Stunden Schlaf oder so etwas. Für meinen Geschmack zu wenig, um ehrlich zu sein. Unmögliche Holztür. Das sieht aus, als ob da hinten dran einfach nur... Ja, da ist einfach nur ein Stein hinten dran. Super. Ich habe zwar noch Semesterpause, aber ich hatte heute ein erstes Meeting seit längerer Zeit wieder wegen dem Uni-Projekt mit meinem Professor und den anderen Leuten, die in meinem Team sind. Ich musste um 8:30 schon dazu aufstehen. Das war der Wahnsinn. Aber na gut, ausführen muss ich das, glaube ich, jetzt nicht näher. Ihr wisst Bescheid, ich bin sehr müde. Das ist natürlich der einzige Grund, wieso ich hier nicht dahinter gekommen bin. Ja, what? Alles klar, dann wollen wir mal hier weitermachen. Ich habe natürlich auch weggeschnitten, wie ich hier rumgelaufen bin. Aber das werdet ihr schon bemerkt haben, weil ich war in diesem Raum hier ungefähr 10-15 Minuten. Ich habe wirklich alle Podeste, ich habe alles so genau untersucht und habe nichts gefunden. Und ihr müsst ja nicht sehen, wie ich mich ewig im Kreis bewege. So, Frage ist, können wir einfach so durch oder müssen wir was trinken oder...
What? Das war's schon? Ich dachte, wir müssen irgendwie das Herz irgendwie ausrüsten und in die Hand nehmen und das Blut über uns gießen. Aber nö, wir brauchen nur die zwei Items hinlaufen. Tada! Und das war's. Okay. Ich habe das Grab der tausend Wege betreten. Worauf dieser seltsame Name wohl beruht? Ja, ist wahrscheinlich ein Labyrinth. Mein Freund.